Hallo und herzlich willkommen zu der nächsten Folge Hogwarts Legacy. Wenn es euch gefällt, lasst doch gerne eine Bewertung da, abonniert den Kanal, um keine weiteren Folgen zu verpassen und viel Spaß mit dem Video. Weiter, komm. Ab in die Verteidigung. Ja, ja, ich will's lernen. Ist das alles? Pomada! Levioso! Professor Hackett! Seien Sie so gut und jagen Sie einander in Ihrer Freizeit in die Luft. Neue Schüler kommen jedes Jahr. Doch ich habe nur einen schwarzen Hebridenschädel. Er stammt von der großen Wilderer-Razzia 1878, von der Sie sicher gehört haben. Und, falls Sie sich fragen, wie eine alte Frau wie ich im Alleingang den größten Wilderer-Ring in Ost-Wales ausschalten und sich nun damit brüsten kann. Pures Wissen. Heute besprechen wir einen Zauber, der mich schon öfter vor dem Tod durch schwarze Magier bewahrt hat, als mir lieb sein kann. Levioso. Levioso? Ein Schwebezauber? Heißt der nicht Leviosa? Ein überraschter Gegner ist ein schwacher Gegner. Wollen Sie sich schützen, Poet? Nein? Was ich als Unsägliche gelernt habe, ist der Vorteil der Schlichtheit. Gerade im Eifer des Gefechts. Nun, üben wir, was wir gelernt haben. Fangen wir mal klein an. Okay. Ah ja, das schon wieder. Hilfe. So, easy, so. Levioso. Hoch mit der Feder. Ja, ja, ja. Ich hab noch nicht mal angefangen. Lol, das war was. Nun, probieren wir etwas Größeres. Okay. Dieses blaue Schwarz, das ist schon wirklich einfach besser als die anderen. Was ist das? Kann man nichts. Da gibt es keine zwei Meinungen. Beginnen wir mit dem okay. Basiszauber. Weg. Sehen Sie, wie die Puppe den Zauber abwehrt? Ja, das sehe ich. Wirken Sie diesmal zuerst Levioso und dann den Basiszauber. Denken Sie daran, ein überrumpelter Gegner ist ein schwacher Gegner, wie es Mr. Pruitt vorhin so. Nur ein toter Gegner ist ein guter Gegner. Levioso. Also hoch mit ihm. Nun, und jetzt gibt es Schelle. Levioso. Gut. Zum Bass. Sehr gut. Aber am besten kann man die Duellen üben. Sie beide fangen an. Duellanten in Position. Zeit für deine Hogwarts-Begrüßung. Also, oh, das ist ein Stress, okay. Nur mit Levioso, Basiszauber und Protego. Dann klatschen wir den weg. Beginnen Sie. Das Levioso. Hoch mit dir. Und jetzt gibt's Schelle. Ich weiß. Sehr geil. Das ist doch nicht dein erstes Duell. Oh, ich muss. Einfach gerne schnell. Wenn nur all meine Schüler so geschickt wären. Ja, ja. Hab ich gewonnen? Nicht okay. Schlecht für das den ging. Anfang. Das war schnell. Du teilst aus, wie du einsteckst. Du hast mich einziges Mal getroffen, ne? So einstecken. Hätte mich komplett wegrasiert. Sie haben meine Herausforderung gemeistert. Oh ja. Punkte ja. Für Ravenclaw. Wie viele? Danke, Professor Hackett. Ich freue mich über diese Punkte für Ravenclaw. Bisschen. Wenn Ihre heutige Leistung auf mich schließen lässt, können wir Großes von Ihnen erwarten. Ja, ich ja. Verlange von meinen Schülerinnen und Schülern Spitzenleistungen. Die biete ich. Sie sind dazu fähig und müssen sie auch erbringen. Immer ein Duell im Klassenzimmer ist eine Sache, aber ein Kampf gegen schwarze Magier oder, was immer wahrscheinlicher wird, gegen Kobolde ja. Ist eine ganz andere. Verstanden, Professor. Ah, gut, den komischen Rassnack oder wie auch immer der heißt, den klatsche ich weg. Vielleicht das ist kein Gegner. Cello ja ein paar Anregungen. Wie gesagt, gut gemacht heute. Ich werde mich bald mit weiteren Aufgaben melden. Na gut, das war genug Aufregung für heute. Wir machen jetzt Schluss. Das war's. Aber schneller Unterricht. Gute Arbeit. Ja, hab ich dir gut Schelle gegeben. Das hat Spaß gemacht. Duell für die Geschichtsbücher. Alle werden darüber sprechen. Auf jeden Fall eine gute Übung. Übung? Das war wie ein Duell gegen einen Experten. Ich bin übrigens ja, Sebastian Cello.
Dafür, dass du neu bist, bist du aber geschickt mit dem Zauberstab. Gefühlt keine Chance. Vielleicht war das ja nicht dein erstes Duell. Ah, Lügen. Sagen wir ihm die Wahrheit. Ja, also, er kann ja nicht viel mit Informationen anfangen, wenn wir sagen, wir haben schon gekämpft. Komm, wir sind mal ehrlich. Nein, weiß nicht. Sei froh, dass ich mich zurückgehalten habe. Flex. Ich verstehe. Dann schuldest du mir jetzt noch ein richtiges Duell. Weißt du, du wärst perfekt für eine bestimmte, nicht genehmigte Duellorganisation geeignet. Das klingt, sieht doch gut. Exklusiv und ungenehmigt? Ich bin dabei. Ja. Ausgezeichnet, ich hatte also recht. Wenn du deine Zeit in Hogwarts voll ausnutzen willst, musst du ab und an auch mal die Regeln brechen. Ich glaube, durch den lernt man dann noch die Duellclub beitrittst oder in die verbotene Abteilung der Bibliothek Sprüche da, also Erwarte Kedavra und das Ganze. Man muss genug sein, sich nicht erwischen zu lassen. Das Danke, muss man Sebastian. Auch relativ schnell dann machen. Ich werde es mir merken. Gut, war schön mit dir zu sprechen. Ja, aber wirklich wir sehen uns sicher bald. Vielleicht an einem nicht genehmigten Ort. Dann sehen wir, ob du Talent hast oder heute nur Glück hattest. Suche beim Eingang glaube ich auch eine der Begleiter. Luke und Brattleby, wenn du Interesse hast. Brattleby, okay. Ist auch schön, mal dann einen, dann bis bald. Einen Slytherin zu haben, der nicht ja, so Draco-like ist, sondern irgendwie normaler. So, warte. Ihr Handbuch ist ja wirklich praktisch. Ich freue mich darin vorzukommen. Revelio. Dann könnte man die doch aktivieren? Nee, wie aktiviert man die? Hallo? Leviosa. Lumos. Irgendwie. Hallo, wie aktiviert man die? Dann halt nicht. So, gehen wir mal auf die Karte. Wie kommen wir zum nächsten Unterricht? Komm ich da hinten? Hier. Das dürfte doch der richtige Weg hier sein. Oh. Nee, war ich schon. Ach, das war das. Ich verstehe es nicht. Ich einfach hier lang. Oh, da steht wieder. Leviosa. Okay, den können wir nicht hochheben, sehr schade. Professor Ronan redet hier. Gerne viel. Manchmal müssen wir ihn ans Stundenende erinnern. Ah, da sehe ich doch schon die Hufflepuff-Begleitschülerin da. Hier, hinter dir. Hier ist noch ein Platz frei. Ah, und die Gryffindor-Begleiterin, das verstehe ich nicht. Hallo, Hallo. Ich bin Nati. Du bist also neu in Hogwarts. Doch. Kennst du denn Professor Ronan schon? Ja, nee, ich bin neu. Denk doch mal mit. Beginnen wir? Willkommen im fünften Jahr des Faches Zauberkunst. Dieses Jahr ist für Ihre Ausbildung in der Zauberkunst äußerst wichtig. Aber ich denke, wir werden es mit gebührender Einsatzbereitschaft hey, schon mal eine und Sorgfalt angehen. Eine coole Energie. Gut, öffnen Sie nun bitte alle die Bücher auf Seite 517. Aber bevor wir beginnen, kann mir hier jemand den Unterschied zwischen den Beschwörungen des Farbwechsels und Wachstumszauber nennen? Niemand? Niemand? Ich fürchte, fürs Lernen ist es jetzt zu spät. So unfair, ich bin neu. Die Sommermonate müssen Ach, für Mann. Sie schwer gewesen sein. Wie es aussieht, haben Sie den Ferien aneinander Obliviate geübt. Kennen Sie denn überhaupt noch den Standard-Aufrufe-Zauber? Sehr aktiv, der Mann. Sehr hibbelig. Es scheint, wir brauchen dringend eine Auffrischung. Ja, Auffrischung, finde ich Suchen gut. Suchen Sie sich einen Partner und stellen Sie sich an beiden Seiten des Klassenraums auf. Nutzen wir jetzt die Bücher nächsten Schüler verprügeln, oder? Gegenstände, für die Sie halten, und rufen Sie sich abwechselnd gegenseitig aus den Händen. Es wird nur je ein Buch pro Paar benötigt, Miss Dale. Dankeschön. Stellen Sie sich auf. Hilfe. So. Ja, mit dem neuen Zauber. Ja. Akio? Akio. Ah, Akio. Easy, meins. Das war gar nicht übel. Ja, meins jetzt. Sie lernen äußerst schnell. Ich sehe viel Potenzial, aber Vorsicht. Potenzial ist nichts ohne Übung. Weiter so. Dann können Sie mit Miss Unein mithalten. Nun, da Sie alle die Grundlagen zu beherrschen scheinen und es ein so schöner Tag ist, dachte ich, wir unternehmen vielleicht eine kleine Exkursion. Nach draußen, an die frische Luft. Mir nach!
Ich war immer der Meinung, dass Spaß und Können sich bedingen. Die Quidditch-Spieler unter Ihnen werden mir sicher zustimmen. Das kann ich dieses Jahr gar nicht spielen, das ist also unfair. Was wäre besser als ein wenig Sport, um unser Können mit Aufrufezaubern zu testen? Stimmt's? Das ist irgendwie sehr sympathisch, aber irgendwie sehr extrovertiert, dieser Lehrer. Aber? Warum fängt er nicht unser Neuzugang an? Hm? Ey, das ist unfair. Aber okay, dann zeige ich mal den ganzen Opfern, wie das hier geht. Verzaubern Sie die Kugeln mit Accio und lassen Sie sie im letzten Moment wieder frei. Nun stellen Sie es sich wie eine Partie Kugelbeine vor. Aber statt... Sehr gut. Nein! Jetzt nicht die Fassung verlieren. Ja, muss es früher loslassen. Jetzt. Ausgezeichnete Kontrolle. Konzentration. Ach man. Ja. Lass es halt schon hier los. Genau so. Ja, easy. Sehr gut. Punkte für Ravenclaw. Ja, aber wie viele denn? Aber es gibt wohl keinen Sport, der ohne freundschaftlichen Wettkampf auskommt. Ich will eine genaue Zahl bekommen. Möchten Sie unserem Neuzugang eine Herausforderung bieten? Kommen Sie. Ihre Farbe ist blau, genau wie vorhin. Miss Onei, Sie spielen rot, verstanden? Ja, Sir. Kann ich, hallo? Achso, sie fängt an. Dann wollen wir mal. Nur 30, schwach. Genau so wird das gemacht. Ich zeig mal, wie das hier richtig geht. Und loslassen. Easy. Wunderbar. Konzentration. Ey, die auch 50. Oh ja. Sag mal langsam, wenn es ein bisschen reißt. Und jetzt, nein. Geht das so weit? Geht nicht so weit, easy. Wirklich gut. Sieh gut zu. Muss gewinnen. Ey, die schiebt das unfair. Schiebung. Im wahrsten Sinne des Wortes. Warte, hier. So. Aber das. Komm rüber. Ja, das zählt als 50. Perfektes Ergebnis. Ja. Bemerkenswert. Easy. Oh, gewonnen. GG. Na, dann wollen wir es doch ein wenig interessanter machen. Dieses ganze Nachrangezoomte immer bei den Dialogen für dich. Ein bisschen rührt das, aber. Hinter uns gelassen. Okay, mit Kisten im Weg. Genug geplappert. Das erfordert ihre ganze Konzentration. Die ganze trockene Faul und essen Äpfel oder was? Wow. Dann los. Okay. Na bitte! Ach hier. Geht das weg jetzt? Nicht so weit, easy. Wir müssen wieder ein perfektes Ergebnis machen. Sehr gut. Oh, komm, ich will volle Punkte für Ravenclaw. Konzentration. Ey! Weiß. Nehmen wir doch den da. Komm. Ja. Ja, das sind 50. Ja, wie sehe ich. Großartig. Dann wollen wir mal. Gelitten. Kritisch. Du liebe Zeit. Okay, warten wir noch ab, bis die einmal durchgehen. Und jetzt. Komm. Und. Oh, das war. Na, easy. Volle Punkte. Perfekte Runden? Sehr gut. Alle beide. Gute Arbeit. Wir sind fertig. Vergessen Sie Ihre Sachen nicht. Ob es meiner gerade so gebückt ist, verstehe ich nicht. Sehr gut gespielt. Ich muss gestehen, dass ich dich wohl unterschätzt habe. Ja, volle Punkte. Es dauerte Wochen, bis ich Accio beherrschte. Ja, ich bin krass, ich kann das noch 2 Nanosekunden, wenn ich ein paar Mal Leertaste drücke. Es wird leichter, versprochen. Schön, dass du das verstehst. Danke, dass du das sagst. Es ist sehr viel auf einmal. Das kann man sagen.
Meine Mutter erhielt ein Angebot, hier Wahrsagen zu unterrichten. Und ehe ich mich versah, verließen wir Uganda und waren auf der anderen Seite der Welt, in einer ganz neuen Schule. Ist die Magie da gleich? Das klingt vielleicht seltsam, aber ist die Magie auf Ouagadou genau wie hier? Größtenteils ja. Andere Magie? Aber hier musste ich lernen, wie man einen Zauberstab benutzt. Im Kenntnis? Das tut kaum jemand in Ouagadou. Ich würde nicht sagen, dass die Magie der Schwäche ist. Ich finde das unglaublich. Du kannst wirklich ohne Zauberstab zaubern? Oh ja. Okay. Ich empfinde stablose Magie als viel instinktiver. Und es ist viel praktischer, wenn man keinen Zauberstab hat. Stimmt. Aber ich muss zugeben, dass mir Zauberstäbe inzwischen gut gefallen. Sie wirken so dramatisch. Ist Ouagadou ein Schloss wie Hogwarts? Sie liegt im Ruwenzori-Gebirge. Es ist weniger ein Schloss als vielmehr ein wunderschönes Bauwerk, direkt aus dem Berg gehauen. Ich erinnere mich noch, als ich sie das erste Mal sah. Der Nebel war so dicht, ich konnte kaum etwas erkennen. Und dann tauchte sie plötzlich vor mir auf. Diese gigantische Schule, die mitten in der Luft zu schweben schien. Also die haben ein schwebendes Hogwarts zu stellen, nicht? Ist Ouagadou größer als Hogwarts? Die Ouagadou-Schule für Zauberei ist die größte Zauberschule der Welt. Also ja, größer als Hogwarts. Doch sie wirkte nie einschüchternd oder überwältigend auf mich. Ich fühlte mich der dort zu Hause. Nur richtig stumpf da steht. Ja, danke, danke. Schön, mehr über andere Zauberschulen zu hören. Danke, dass du fragst. Ich vermisse Ouagadou, aber ich bin froh, hier in Hogwarts zu sein. Ah, ich glaube, krasser. Professor Ronan will mit dir sprechen. Lass ihn besser nicht warten. Er wirkt so. Bis zum nächsten Mal. So. Natürlich kannst du Accio auf Menschen anwenden, wenn du magst. Was? Man auf ein soll Wort, den Zauber bitte. Auf die Kleidung oh, ja. anwenden, Sebastian. Bei Menschen funktioniert ja, er nicht. Sie wollten mich sprechen, Professor? Ja, ja wollte ich. Ja. Hat Ihre erste Zauberkunststunde Ihre Erwartungen erfüllt? War das eine Evaluation Tja, oder was? Eine Lektion an der frischen Luft hatte ich ehrlich gesagt nicht erwartet, Sir. Welcher Zauber wohnt schon Erwartbarem inne? Sie haben sich gut geschlagen und sogar die begabte Miss Onei übertroffen. Vielen Dank, ja, Professor. Haus hoch. Das hat Spaß gemacht. Miss Onei ist stets eine harte Gegnerin. Allerdings erscheint sie mir in letzter Zeit doch etwas fahrig. Professor Weasley hat darum gebeten, dass ihre Professoren sie noch zusätzlich zum normalen Lehrplan unterrichten. Ja. Ich werde mich noch mehr, bald bei Ihnen wegen einer besonderen ja. Aufgabe melden, okay. die ich für Sie vorbereite. Hallo. Nachdem mein Bruder den Aufrufezauber gelernt hatte, hieß es ständig Accio dies, Accio das. Überall flog Besteck rum. Das war etwas gefährlich. Professor Ronan erinnert mich an meinen Großvater. Sehr weise, aber etwas schräg. Ja, das stimmt. Ein schräger Vogel. Hallo. Hallo. Wie läuft es an deinem ersten Tag? Ja gut, ich habe alle weggesehen. Hallo, ich habe Punkte geholt. Schön, dich wiederzusehen. Wie war dein erster Tag? Du scheinst im Zauberkunstunterricht gut mitgekommen zu sein. Richtig abgehoben. Der Unterricht war nicht allzu anspruchsvoll. Dann sind wir ja, doch mal freundlich. Ja, das muss Anfängerglück gewesen sein. Mein Bruder William würde dir raten, nicht so bescheiden zu sein und auf deine Fähigkeiten ja, aber also zu vertrauen. Flexen muss man jetzt auch nicht. Aber er... Dass ich alle haushoch weggeklatscht habe. Oh, ich sollte meine Zauberkunsthausaufgaben angehen. Mit Anfängerglück kann ich Professor Ronan sicher nicht beeindrucken.